fair price, fair taste. Thank you.
Hallihallo, Hallöchen, bon dia. Warte da schon lange? Die Zeit sind alle ganz aufgeregt. Ne? Geht gleich los. Ja? Yeah. Freiheit. Hallo. Hallo. Auf wen wartest du denn? Auf den Bernardo. Auf den Bernardo. Ist ja. Das ein Hund oder eine Katze? Eine Katze. Ja, und wo kommt denn der Bernardo hin? Der kommt nach Pleinfeld. Und das ist wo? Das ist im neuen fränkischen Seenland in Mittelfranken. Ach, das ist aber auch eine ganz schöne Strecke, gell? Ja, ja? Fast 400 Kilometer. Mhm. Mhm. Wie bist du denn auf Casa Animalis aufmerksam geworden? Im Internet. Im Internet, ja? Mhm. Okay, und wie war das für dich jetzt so, der ganze Vermittlungsablauf? Sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt und gut aufgehoben gefühlt und immer gut informiert. Schön, das freut mich. Ja. Dann wünsche ich dir viel Freude mit deinem neuen Katerchen, ist es, ja, gell? Ja, Katerchen. Vielen Dank. Dankeschön. Hallo ihr zwei. Auf wen wartet ihr denn? Auf die hier. Auf eine Katze. Ist eine Katze? Ja. Wie seid ihr denn auf Casa Animalis aufmerksam geworden? Wir sind über eine Tierfreunde haben wir erste Titler gefunden. Und dann sind wir über die App auf die Seite gekommen und haben gesehen, Tierschutz, und wir wollten eh eine vom Tierschutz holen oder vom Tierheim. Genau. Und dann haben wir die Nia gefunden und dann habe ich mit der Gabi telefoniert und dann hat es gut gepasst und dann haben wir uns für die Nia entschieden. Schön. Wo wird sie denn ihr neues Zuhause finden, das Kätzchen? In Freiburg. In Freiburg. Ja, dann seid ihr ja, dann habt ihr ja gar nicht so weit. Ja. Wie war denn für euch so dieser ganze Vermittlungsprozess, diese Beratung, war der damit zufrieden? Ja, also ich muss sagen, ich war sehr zufrieden. Ich habe circa eine Stunde mit Gabi telefoniert, weil wir noch zwischen Dietler und Nia überlegt hatten. Und dann haben wir viel über die Katzen geredet, über die Charakter und haben uns dann im Endeffekt durch die Beratung von Gabi dazu entschieden, Nia mitzunehmen, weil sie besser zu uns gepasst hat. Schön, dann wünsche ich euch viel Freude mit eurem Kätzchen. Dankeschön. Das werden wir haben. Gut. Horacio! Ich hab ganz viel Spaß. Dann geht ihr kurz rein auf. Ja. Ich raus, geh immer rauf. Ja, das ist schön. 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 Ja, das ist sch
Hallo. Hallo. Auf wen warten Sie denn? Ich warte auf Ribbit. Auf die Ribbit. Das ist ein Hund, die Ribbit. Ja. 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 Ist ein Er. Ein Er, ja. Der Ribbit, genau. Und wie sind Sie denn auf Casa Animalis aufmerksam geworden? Meine Tochter hat im Internet gegoogelt und dann hat sie das gefunden und dann haben wir gemerkt, dass es gut ist. Schön. Dass sie das schön macht. Schön. Gut. Ist das Ihr erster Hund? Ja, also von Casa Animalis schon, ja. Ja, ja. Aber sonst hatten wir schon zwei. Wo wird denn die Ribbit? Nach so, der. Der. Solothurn in die Schweiz. In die Schweiz. Ja. Schön. Und wie haben Sie denn so diesen ganzen Vermittlungsablauf empfunden von Casa Animalis? Haben Sie sich gut betreut gefühlt? Ja. Oder gibt es was man besser machen kann? Nein, jetzt im letzten Drittel habe ich mich sehr wohl gefühlt. Etwas länger ist es gegangen, bis wir gewusst haben, wann der Termin ist. Hat diesmal ein bisschen länger gedauert. Ja, es dauert sonst nicht so lange. Super, perfekt. Schön. Kann nur empfehlen. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Freude mit Ihrem neuen Familienmitglied. Danke, wir freuen uns. Wirklich. Sehr. Schön. Hallo. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin die Kerstin. Hallo Kerstin, auf wen wartest du denn? Ich warte auf die Kia, eine der Kurzhaltenden. Oh, schön. Und wo wird denn die Kia ihr neues Zuhause finden? Die Kia wird im Land Brandenburg, Nähe von Cottbus, ihr Zuhause finden. Ah, okay. Und da habt ihr ja noch eine schöne Fahrt vor euch. Oh ja. Ja? Die Kia hat jetzt so viele Kilometer geschafft, die schafft sie jetzt auch noch mit uns. Ja, und bist schon in freudiger Erwartung jetzt. Ja. Also, mir stehen schon die Tränen in den Augen. Ich werde sie auch nicht halten können. Schön. Wie bist du denn auf Casa Animalis aufmerksam geworden? Ja, ich hatte im Internet nach einem neuen Hund geschaut. Und ja, weil es auch eine Jagdhundrasse sein soll. Und dann hatte ich die Kia entdeckt und hatte dort dann eine E-Mail hingeschickt. Und dann lief das alles so seinen Gang. Genau. Schön. Schön. Und warst du mit dem ganzen Vermittlungsvorgang zufrieden? Ja, war ich sehr zufrieden. Also die Tierärztin, Frau Clemens, hatte uns gleich angerufen und wir haben berichtet, wie wir leben und so weiter. Und sie hat dann so einiges erzählt und dann kam alles soweit ins Laufen. Der Vertrag zugeschickt, für jede Frage hatte man sofort auch eine Antwort bekommen. Also es war ganz super. Auch jetzt hier der Weg hierher, die Begleitung des Hubis, wo die Tiere derzeit noch drin sind. Ja, also das war wirklich sehr, sehr schön. Genau, da gibt es ja die WhatsApp-Gruppe dann für alle, die einen Hund abholen. Und das ist natürlich dann auch sehr interessant, wie alle warten. Wie alle sich freuen schon und aufgeregt sind und aus welchen Ecken sie kommen. Kommen wir aus ganz Deutschland, Schweiz, wo auch immer. Und ja, und jeder freut sich nun auf sein neues Familienmitglied. Schön, dann wünsche ich dir viel Freude mit deinem neuen Familienmitglied. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, tschüss. Gute Fahrt, ciao. Wir mussten der Nino jetzt raus. Nina, wie bin ich wieder? Alles in L1. Alle L1 ist in der. Yeah. You ready, Nils? Bye. Yeah, baby.
da kommt Benen. Ringet. No, no, no. He takes Nino. 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 I don't like to be. Hallo. Hallo. Auf wen warten Sie denn? Auf die Bonita. Auf die Bonita. Ist ein Hund die Bonita? Ist ein Hund, ja. 11 Jahre. Ah, schön. Und wo wird denn die Bonita ihr neues Zuhause finden? Rottweil. In Rottweil. Wie sind Sie denn auf Casa Animales aufmerksam geworden? Das Internet, wo aber schon vor 2 Jahren. Wir haben schon einen Hund gehabt, vor 8 Monaten. Mhm. Schon einen geholt. Mhm. Der ist dann leider verstorben. Und dann haben wir uns entschieden, nochmal einzuholen. Also wir nehmen immer ältere Hunde, weil, ja, die brauchen auch einen Zuhause. Ja. Und wie waren Sie zufrieden mit dem ganzen Vermittlungsablauf von Casa Animales? Absolut zufrieden. Schon mit der Hilfe hinterher, mit dem Hund und alles. Also ist nur Positives zu berichten. Schön. Dann wünsche ich Ihnen viel Freude mit der Bonita. Vielen Dank. Danke. Die Mama vom Nino. Ja, auf jeden Fall. Ja. Schön, schön. Wünsche ich euch alles Gute. Ja, danke.
Das macht sie zu gerne mit diesen Scharen. Markieren. Ja, Scharen. Ich bin hier der Chef. Ja, ja. Nee, ich war hier. Die Kleinen sind immer die Chefs, ne? Ich muss sie bei Das ist dann nicht wirklich. Nein, das ist bei dir. Ja, definitiv. Hallo ihr zwei. Hallo. Du bist die Tamina. Genau. Und Eduardo. Eduardo. Ja. Ja. Und ihr seid die Fahrer. Genau, richtig. Wie war denn eure Fahrt? Ja, wie man sieht, sehr warm. Muito calor. Was hot inside. Very hot. But bei uns war es tatsächlich recht kuschelig und warm. Wir haben die Fenster, hatten wir die ganze Zeit offen. Und das Gute ist, dass wir eben Raum bei den Tieren hinten drin, dass wir Klimaanlage drin haben und auch vorne dann von uns aus immer kontrollieren können, wie hoch die Temperatur ist bei den Tieren und dementsprechend das regulieren können. Und also in dem Fall wäre ich gerne Tier gewesen, weil da war es angenehmer als bei uns vorne. Schön. Wie lange wart ihr denn unterwegs? How long did we drive? 23 hours or? 24, okay. Yeah. Also non-stop. Alles in allem, vom Bianca aus, von dem Shelter aus, wo wir dann immer starten, waren es ja circa 24 Stunden. Beziehungsweise vorher, er lebt an der Westküste ein bisschen unterhalb, ich lebe sogar an der Algarve, ich bin noch ein bisschen länger unterwegs. Für mich sind es alles in allem, ja, ich sage jetzt mal, fast 30 Stunden, die ich tatsächlich jedes Mal unterwegs bin. Das ist eine einfache Fahrt. Das ist eine lange Fahrt. Ja. Und dann werdet ihr jetzt hier übernachten und dann wieder zurückfahren oder fahrt ihr gleich wieder zurück? Nee, um Gottes Willen. Wir bleiben tatsächlich hier im Hotel für eine Nacht. Ja, gell? Wir stärken uns erstmal richtig. Das habt ihr euch verdient. We take an lunch at evening and then go sleep and then rest for to go back tomorrow. Yeah. Ja. Und während der Fahrt kümmert ihr euch dann auch um die Tiere, guckt nach ihnen, ja, klar. Sodass die bestens versorgt sind. Wir haben tatsächlich vorne als allererstes machen wir immer unsere Kamera mit an. Also wir können zwischendurch überprüfen, falls irgendwelche Geräusche sind, können wir überprüfen, okay, ist irgendwie was oder so. Haben wir extra eine Kamera, wo wir überprüfen können. Beziehungsweise zwischendurch, wir haben auch dieses Mal mehr Stopps gemacht als teilweise im Winter eben. Klar, logisch. Gerade wenn es jetzt so warm ist, ist es einfach nötig, dass man öfter noch nach dem Wasser guckt, haben sie alles, sind sie gut versorgt, ist alles in Ordnung und so weiter. Also von daher, ja, genau, alles in besten Händen. Yes. Schön. Ja, dann vielen Dank an euch für alles, was ihr für die Vierbeiner getan habt. Gerne. Und eine gute Zeit euch noch. Ja, danke.